Ja, okay. Das ist ja soweit mal in Ordnung. So, das ist schon unten. Das wird nicht mehr sich bewegen. Nee. Hier haben. Das hier scheint gut zu sein, so wie es ist. Das hier ist noch erhöht. Zumindest mal da. Aber das scheint. Nee. Das muss ich auch noch mal ein bisschen drehen, ja. Interessanterweise dreht sich mein Charakter nicht mit, ne? Das ist sehr interessant. So, nochmal, jawohl. Okay, das hier scheint mir auch. Ich glaube, hier war ich schon drauf, ne? Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich will es trotzdem mal noch weiter drehen lassen. Ich bin der Meinung, das ist so noch nicht ganz richtig. Soll nicht heißen, dass ich es jetzt richtig mache, ne? Ich glaube, wenn es richtig ist, bleibt es unten, oder? Könnte ich das, könnte ich das, kann das sein? Also ich bin der Meinung, hier muss ein Kreislauf geschlossen werden. Aber wo muss das Zeug denn hinlaufen nachher? Ich glaube, es kommt. Ja, vielleicht. Das sieht gut aus. Das hier sieht nicht so gut aus. Ich habe vielleicht den Eindruck, dass das falsch ist. Ich gehe hier nochmal drauf. Jetzt lassen wir es nochmal drehen. Das hätte jetzt können auch sein, ja. Ach je. Kommt wieder hoch, ne? Ist ja ein Plan irgendwo an der Wand oder so, wie das aussehen muss? Nee. Also Fakt ist, die Formen, die hier schon im Boden eingesunken sind, die sind Dings. Die müssen so, ne? Das heißt, dieser Kamerad hier vor mir, der muss höchstwahrscheinlich nochmal bewegt werden. Ich denke, dass diese, wenn sie richtig gedreht sind, dann sinken sie auch im Boden ein. Davon bin ich jetzt mal überzeugt. Wovon ich nicht überzeugt bin, ist meine Vorgehensweise. Ja, vielleicht auch so. Ich mach das mal. Einmal drehen, bitte. Probier einfach mal was aus. Kommt wieder hoch, ne? Das muss. Das. Ist jetzt Trial and Error hier, ne? Die ganze Zeit. So immer wieder mal probieren, was geht. Wenn es nicht geht, ist halt kaputt. Kommt wieder raus. Vielleicht muss es doch so sein, dass die Form, dass die Plattform trotzdem wieder hochkommen. Ich müsste jetzt bloß mal einen Überblick haben, wie das hier aussieht. Und ich bin der Meinung, wenn das in der richtigen Konstellation ist, dann ist das da vor mir. Oder ich springe das Ding einfach weg. Komm. Geht halt nicht, ne? Will das Spiel nicht. Deswegen geht das auch nicht. So, also wie ist diese Konstellation jetzt hier? Ja, das funktioniert auch wieder nicht. Das hier muss auf jeden Fall nochmal gedreht werden. Ich glaube, es ist eine gute Idee, nachdem man was bewegt hat, sich nochmal einen Blick von außen zu verschaffen. Nein. Nein. So, jetzt bin ich mal der Meinung. Es kommt wieder hoch. Ich weiß.
Aber gut, also das sieht, ergibt jetzt zumindest aus meiner Sicht schon mal Sinn. Da kommt irgendwas her oder muss irgendwas hin. Ich bin hier, folge dieser Geschichte hier. Ja, ich gehe nicht bewusst nicht drauf, nicht, dass ich das wieder beginne zu drehen. Dann geht es hier lang. Dann geht es hier lang. Da muss es nicht hin. Hier muss es lang. Ich suche jetzt einfach mal, ob ich hier irgendwo eine Unterbrechung habe. Die habe ich natürlich hier. Ich würde sagen, wenn das jetzt hier sich noch ein bisschen dreht, dass der Weg von da nach darüber gebahnt ist, dann könnte das unter Umständen funktionieren. Unter Umständen. Yo! Läuft. So, wollen wir jetzt einen kleinen Bossfight machen oder so? Okay. Ja. Ja, 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 ja. Hui. Ah, aha, aha. So Sachen gibt's da. Ich dachte jetzt eigentlich, das Tor hier geht vielleicht auf. Von der Musik her klingt es wieder ein bisschen nach Bossfight jetzt, ja. Ich weiß nur nicht, was passiert. Ich hätte mir ja gewünscht, die Tür geht auf. Ich sag aber bloß nicht, ich hätte da irgendwo rauf müssen, um jetzt oben zu stehen. Aber dafür ist es zu spät. Ach du heilige Scheiße. Okay, also jetzt müssen wir ja. Ich weiß es nicht genau. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, diese Symbole hatte ich auch in Detention. Und die muss ich jetzt eventuell auch. Keine Ahnung, ist die. These symbols seem strangely familiar. Balance? Hä? Also. Also, okay, also es taucht da auch wieder auf. Okay, ich muss wahrscheinlich die Symbole so anordnen, wie sie hier sind. Was bedeuten würde, da ist nix. Keine Ahnung, kann ich da eins reintun? Lass mal. Keine Ahnung, ich wollte es nur mal getestet haben, aber es scheint zu funktionieren. Na? Da habe ich gedacht, die Symbole, wie sie da sind, müssen sie auch hier sein. Aber so ist es jetzt mal definitiv nicht. Auch jetzt wird es wieder Trial and Error, weil ich nicht weiß, was die von mir wollen. Wahrscheinlich wurde es im Spiel schon mal erwähnt, was ich mit diesen Dingern machen muss, beziehungsweise ich habe die vielleicht sogar schon mal irgendwie mit solchen Symbolen hier gearbeitet in dem Spiel. Da der Livestream dazu aber, ich glaube, bald ein Jahr her ist, weiß ich das natürlich nicht mehr. So. Das ist jetzt wahrscheinlich alles falsch, weil es passiert ja nichts. Kann ich die wieder rausnehmen? Jetzt ist es weg. Es ist da drüben. Ah, okay, das setzt es. Okay, kann ich dich jetzt... Kann ich es halt nicht rausnehmen. Ist egal. Das...
Hier kennen sie sich. So. Okay, hat nicht funktioniert. Okay, also die legen sich auf alle Fälle irgendwo hin, die Symbole, ne? Die braucht man, so wie es aussieht, nicht selbstständig an dem Ort zu platzieren, an den sie müssen, sondern die machen das irgendwie selber. Das war's wohl nicht. Also ich hasse ja wirklich solche Trial-and-Error-Rätsel, wo du im Prinzip einfach nur eine halbe Stunde lang probierst und irgendwann geht's dann und weißt aber nicht warum. Okay, also jedenfalls scheint es so, wie ich das jetzt gemacht habe, nicht richtig zu sein. Habe ich irgendwo ein Inventar? Habe ich irgendwo Aufzeichnungen? Ich weiß es nicht. Ob ich irgendwo was nachlesen kann, vielleicht zu dieser Geschichte hier. Fakt ist auf jeden Fall, die da sind fest verwachsen und wollen nicht entfernt werden. Oben. Ah ja, okay, es scheint. Warte mal. Da ist oben eine Lücke. Da ist unten eine Lücke. Das heißt, ich suche mal da in der Mitte eine Lücke. Könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn macht. So. Da haben wir jetzt unten. Ja. Ja. Anfang ist ja mal gemacht, das ist ja schon mal gut. Also oben, Mitte, unten. Als nächstes ist oben und unten. Dann ist frei. Oben und unten offen. Da ist alles frei. Das heißt, da wäre Mitte offen vielleicht gar nicht so schlecht. Die sehen jetzt gleich aus, ne? Unten offen, oben unten, alles offen. Vielleicht alles offen. Habe ich aber gar nicht hier. Oben, Mitte, unten. Beides. Alles drei. Vielleicht in die Richtung mal lieber gucken. Oder von rechts nach links. Unten, Mitte, oben. Dann würde es für mich jetzt Sinn machen, wenn da vielleicht alles zu wäre. So. So. Also. Unten, Mitte, oben alles zu. Ich will doch gar nichts nehmen. Ach, egal. Ist doch egal. Ja, jetzt ist ein bisschen... Scheiße. Alter. Die sehen für mich irgendwie beide gleich aus. Ich weiß es nicht. Da ist das Geschlossene jetzt unten. Ach, ihr seid so süß zu mir, echt. Es läuft ja. Also gut. Also gut. Merke, das da jetzt hinter mich. Oh, gibt's doch nicht. Ne? Welches war es? Oh Gott. Das sah jetzt irgendwie mit dem Staub und so, das sah aus, als wollte das so, ne? Als wollte das Spiel das so. Oh. Ah. Es tut sich immer noch nichts. Himmel, Herrgott, was ist das jetzt für ein Quark? Was zur Hölle ist das für ein Quark? Was macht das für einen Sinn? Ich nehme nochmal alles raus.
sich. Es geht bestimmt nicht mit links, weil ich in der rechten Hand schon was trage, ne? 100 pro. Ist ja alles nicht schön. Ist der Mann dazu verflucht, mit der linken Hand nichts tragen zu können? Außer Waffen? Vielleicht ist das Spiel aber wenigstens so nett zu mir, dass es diejenigen Teile, die ich jetzt hier richtig platziert habe, auch nicht mehr von mir nehmen lässt. Dann würde mich jetzt nur noch wundern. Warum? Okay. Also ich ziehe die Frage zurück, die ich nicht gestellt habe. So. Das ist echt so ein Trial and Error Ding. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was ich hier tue. Aber es tut sich was. Tür? Geht meine Tür auf? Wo auch immer sie ist. Yo. Aber ich höre komische Geräusche. Looks so old, but so advanced. How many secrets does this place keep? Das möchte ich auch gern wissen. Wie viele Geheimnisse gibt es denn hier noch? Können nicht mehr viele sein. Normal wäre ich schon fertig. Aber längst. 3,5 Stunden Spielzeit angegeben für das Spiel. Ich mache halt einfach mal 3-mal so lang, war egal. Was ist jetzt das hier? Ah. Alles im Weltraum, oder was? Gibt's da noch mehr? Nee, oder? Sind jetzt 70... Nee, das geht nicht. 20 Kisten hier? Aber nur eine einzige geht auf. Das finde ich schade. Was zur Hölle? Oh, Katze. Ja. Bereits in dein Bossfight. Oh je, oh je. Aber keine Munition. Geil. This guy takes the cake. Aber ich drehe mich, ich kann mich also auch nicht selber drehen, jetzt hier, momentan zumindest. Auch jetzt noch nicht. Hä? Now this is the kind of crazy I can get on board with. Sehr geil. So, das hätte ich gern gewusst, ob es irgendwann Controller gibt, die Gewicht simulieren können. Hope that's the last of him. Ich glaube nicht. What fresh hell is this? Who builds a track like this for a tomb? Look at all this stuff. It hasn't been used in a long time. Well, at least I'll have something to tell Sana when I see her. Ja, ich erzähle es dir mal. Was mache ich jetzt damit? Ich habe nur noch eine. Ich habe zwei. Ich habe eine. What the fucking hell? Das muss doch außerirdisch sein. Ernsthaft. Okay, nichts mit drehen. Alright, guys. You asked for it.
Das juckt den aber nicht, ne? Okay, das ist cool. Eigentlich ganz cool. Allerdings muss ich schneller sein. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist mal was anderes wieder. Mal was anderes. Kein Wurm oder sowas. Dafür hat es vier Beine. Ist doppelt so groß wie ich. Und ist sauer. Hui. Aufregend. Muss ich erst wieder vorgehen. Komm her. All right, big guy. You asked for it. War da noch was zu erwischen? Ich glaube, sein linkes Knie war noch. Okay. Habe ich jetzt nicht gesehen? Das ist auch ein bisschen unübersichtlich hier. Ich weiß auch nicht, warum das Ding ständig seine Spezialfunktion abschaltet.